mit dem Zahnrad ins Hochgebirge. 100 Jahre Gornergratbahn, innovative Technik und touristische Attraktion. Die erste Luftseilbahn der Schweiz, deutscher Pioniergeist am Wetterhorn. Und in Swissmade, zwei Männer und ihre Bahn. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei NZZ Format. Ich begrüße Sie in der Standseilbahn Rigiblick in Zürich. Diese Seilbahn mitten in der Stadt führt auf magere 580 Meter über Meer. Einiges spektakulärer sind da die Schweizer Hochgebirgsbahnen. Ein typisches Beispiel, die erste elektrische Zahnradbahn, die von Zermatt auf den 3000 Meter hohen Gornergrat führt. Die gefahrenreiche, wilde, geheimnisvolle Welt der Alpen hat seit dem 18. Jahrhundert immer mehr Menschen angezogen. Man sucht die Nähe zu den majestätischen Schneebergen, man will die Wunder der Natur entdecken und natürlich auch die Gipfel erobern. Der höchste Europas, der Mont Blanc, wird 1796 zum ersten Mal bestiegen. Ein Gipfel hat die frühen Abenteurer jedoch von jeher ganz speziell fasziniert. Das 4485 Meter hohe Matterhorn. Die Erstbesteigung gelingt 1865, dem Engländer Edward Rimper und sechs weiteren Männern. Vier von ihnen verunglücken beim Abstieg tödlich. Trotzdem, oder gerade deshalb, ist die Erstbesteigung damals eine Sensation. Auch bei der Erstürmung der Gipfel der Walliser Alpen sind die Engländer die treibende Kraft. Praktisch alle Viertausender, die man vom Gornergrat oberhalb Zermatts bewundern kann, werden von Engländern in Begleitung von einheimischen Führern erstmals bezwungen. So auch der Monte Rosa mit dem höchsten Gipfel der Schweiz, der Dufourspitze, bereits im Jahre 1855. Die Kunde von den alpinistischen Eroberungen und die einsetzende verkehrstechnische Erschließung von Viège, von Visp nach Zermatt und vor allem die ab 1898 verkehrende Gornergratbahn, die erste elektrische Zahnradbahn der Schweiz, machen Zermatt schon damals weltberühmt. Die geheimnisvolle Welt des Gebirges wird jetzt für jedermann zugänglich. Dank innovativem Pioniergeist entsteht eine touristische Attraktion der Extraklasse. Finanzielle Sorgen musste man sich bei der Gornergratbahn seit ihrer Eröffnung vor 100 Jahren, außer in den Kriegsjahren, nie machen. Das Geschäft lief immer gut. Die laufend steigenden Fahrgastzahlen, vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg, erlaubten immer wieder Neuanschaffungen auf dem neuesten technologischen Stand. Heute sind es diese Doppeltriebwagen vom Typ BHE48 mit modernster Elektronik und einem rund um die Uhr aktiven Fahrtenschreiber. Die BVZ, die Zermattbahn, die von Brieg über Visp nach Zermatt führt, ist von jeher ein enorm wichtiges Verbindungsglied zur GGB, zur Gornergratbahn. Heute befördert die Bahn über 3 Millionen Passagiere im Jahr hinauf zum Gornergrat. Das sind fast 100-mal mehr als vor 100 Jahren. Für das Geschäft immer wichtiger wurden vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg die Wintersportler. Über 80% der Gäste werden heute im Winter transportiert. Das bedeutet auch Umstellungen für den Betrieb. Im Winter wird anders gefahren als im Sommer. Ja, der Wintergast ist ganz anders. Im Winter zählt es nur, so schnell wie möglich nach oben kommen. Und der Sommergast, der genießt. Darum fahren wir auch im Winter schneller als im Sommer. Zermatt. Heute mit 5.500 Einwohnern und 6.500 Hotelbetten liegt auf 1.600 Meter Höhe. Die große Schneesicherheit garantiert zumindest bis heute ein gutes Wintergeschäft auch für die Bahnen. Jetzt kommen wir auf die Findelbachbrücke. Die ist 90 Meter lang und 50 Meter hoch. Die ist noch von Zeit der Erbauung. Die 9,3 Kilometer lange Strecke ist seither in etwa dieselbe geblieben.
Das Fahrzeug hat rund 48,5 Tonnen. Wir können bergwärts bis 28 km schnell fahren. Talwärts ist die Geschwindigkeit durch die 20% Gefälle gegeben. Und dann ist dann einfach die Geschwindigkeit von 16 km pro Stunde vom Bundesamt für den Verkehr so vorgeschrieben. Die allermeisten Bergbahnen fahren mit Einphasenwechselstrom. Bei der GGB ist das anders. Wir haben 4 Motoren bei je 200 kW. Spannung 725 Volt. Wir haben das Dreiphasenwechselstromsystem, auch Drehstrom genannt. Bei diesem Dreiphasenwechselstrom brauchen wir 2 Fahrdrähte. Die dritte Phase ist die Schiene. Und wir brauchen Transportleitungen, die parallel zur Fahrleitung verlaufen. Das ist ein ganz altes System und wurde durch den systematischen Ausbau der Gornegrabbahn wurde das nie gewechselt. Ist immer noch seit dem Bahnbau das gleiche System. Blicken wir über 100 Jahre zurück. Baubeginn ist 1896. Die Dampflok für die Bauarbeiten kommt von der Zubringerbahn, der FISP-Zermatt-Bahn, die seit 1891 allerdings nur im Sommer bis nach Zermatt verkehrt. Die Bauzeit ist kurz. Es wird nicht nur im Sommer, sondern so weit wie möglich auch im Winter gearbeitet. Über 1000 Arbeiter kommen zum Einsatz. Die meisten von ihnen sind Italiener. Bei der Findelbachbrücke wird aus Zeitnot auf die geplanten steinernen Rundbögen verzichtet und ein eisernes Fachwerk auf die Pfeiler gespannt. Zermatt hat damals etwa 800 Einwohner und bereits ungefähr gleich viele Touristenbetten. Im Gletscherdorf ist man nicht gerade begeistert über den Bau der Bahn. Man fürchtet die Konkurrenz für Führer und Träger. Jährlich besuchen schon damals etwa 30.000 zumeist gut betuchte Sommergäste den Walliser Modeort. Und fast jeder von ihnen will hinauf in die faszinierende Gletscherwelt, hinauf zum berühmten Aussichtspunkt, dem Gornergrat. Etwa 4 Stunden rechnen die Sesselträger für den Weg nach oben. Ihr Tageslohn 8 Franken pro Mann. Schneller und etwas billiger ist man mit dem Maultier am Ziel. Im August 1898 wird die Bahn eröffnet. Die erste elektrische Zahnradbahn der Schweiz kann ihre erste offizielle Reise antreten. 1,5 Stunden braucht sie damals bis zur über 3000 Meter hohen Endstation. Bei der GGB fährt man mit der 2-lamelligen Zahnradstange System Abt. Die ersten 30 Betriebsjahre allerdings nur im Sommer. Im Winter gibt es noch keinen Tourismus. Nur 4 Monate im Jahr sind die 4 Rohwandkompositionen mit einer Geschwindigkeit von 7 Kilometern in der Stunde unterwegs. Von Kindsbeinen an mit der Gornergratbahn bekannt ist ein Mann, der im Zermatter Weiler Zmutt aufgewachsen ist. Ulrich Inderbienen, hier als 4-Jähriger mit Schwester. Über 7 Jahrzehnte hat er als Bergführer gewirkt. Heute ist er der älteste Einwohner von Zermatt. Allerdings sei er 2 Jahre jünger als die Bahn, also nicht 100, sondern nur 98 Jahre alt, so will er es betont haben. Die Bahn half ihm als junger Bergführer Gäste zu finden und sie gab ihm jeweils vor Saisonbeginn Arbeit. Bis zu 10 Meter hohe Schneemauern mussten weg von der Trasse. Die Eröffnung war am 1. Juni und dann hat man das ausgeschaufelt. Ungefähr 2 Wochen, je nach Schnee. War eine harte Arbeit. Da waren 50, 60 Mann. Das hat man nicht viel Arbeit gehabt. Und hat man gerne ein paar Tage ein bisschen gearbeitet. Ein kleiner zusätzlicher Verdienst. Als junger Führer, Bergführer, bin ich oft zu Fuß auf den Gornergrat gegangen. Geld hat man ja keins gehabt für die Bahn. Muss man schon zu Fuß gehen. Dass ich ganz früh, dass wenn die erste Bahn gekommen ist, dass ich oben war, um da mit Gästen zu reden. Unten durfte man das nicht, aber oben hat man den Mut gehabt, die Leute anzusprechen.
da hat man hier ab und zu mal irgend ein bisschen Arbeit bekommen. Das ist man manchmal so eine kleine Gletscherwanderung gemacht. An einem Tag oder man hat jemand angesprochen für die nächsten Tage. Der Taglohn war so 30, 35 Franken. Ich war mal oben, da war eine Dame, die wollte auf die Hündelhütte. Aber sie hat gesagt, das könne sie vielleicht nicht in einem Tag schaffen. Habe ich ihr gesagt, das ist mir gleich. Das kostet pro Tag 30 Franken. Das können Sie Zeit nehmen, solange Sie wollen. Sind dann auf die Hündelhütte gekommen, in einem Tag. Größtes Problem für die Aufnahme eines Ganzjahresbetriebs bei der Gornergratbahn war dieses Teilstück hier im Steilhang, oberhalb von Riffelboden. Das Riffelbord war im unteren Teil Lawinen und im oberen Teil starken Schneeverwehungen ausgesetzt. Die Räumungsarbeiten waren hier jeweils besonders mühsam, gefährlich und auch kostspielig. Der Bau der 800 Meter langen Schutzgalerie wurde 1939 begonnen und zu Kriegsende endgültig fertiggestellt. Erst ab dann war der regelmäßige sichere Winterbetrieb auch in den höheren Regionen möglich. Man höre und staune. Die Initianten der Gornergratbahn wollten ursprünglich auch eine Bahn auf das Matterhorn bauen. Aufgrund von landesweiten Protesten verzichteten sie jedoch freiwillig auf die Weiterverfolgung des bereits bewilligten Projektes. Auch wenn schon kurz nach der Jahrhundertwende in Zermatt der erste Skikurs durchgeführt wurde, entwickelte sich der Wintersport in Zermatt doch vergleichsweise spät. Erst als die FISP-Zermatt-Bahn auch im Winter 1929-30 regelmäßig bis nach Zermatt verkehrt, kommt der Wintersport hier richtig auf Touren. Ab dann nehmen die Übernachtungszahlen bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkrieges auch im Winter stetig zu. Und die einheimischen Hoteliers lassen es nicht an Fantasie mangeln, den Gästen in jeder Hinsicht ein vielseitiges Erholungsangebot zu offerieren. Wichtige Attraktion ist damals natürlich auch im Winter die Gornergratbahn, die allerdings anfänglich nur bis zur Station Riffelalp verkehrt. Die meisten Passagiere zieht es von hier zuerst einmal ins berühmte Hotel Riffelalp, das vor dem Ersten Weltkrieg vor allem Engländer beherbergte und später eine Unzahl von gekrönten Häuptern, einflussreichen Politikern und Großindustriellen zu seinen Gästen zählte. Gebaut wurde es übrigens schon vor der Gornergratbahn. Wer sich damals dorthin begab, benützte von der Station Riffelalp im Sommer das Verbindungstram. Von 1899 bis 1960 verkehrte hier die höchstgelegene Straßenbahn Europas. 1961 brannte das Hotel vollständig ab. Ende der 80er Jahre wurden die Dependancen renoviert. Das Tram verkehrt nicht mehr. Im Gegensatz zur Gornergratbahn. Vermehrt zum Einsatz auf der letzten Teilstrecke kommen hier auch Doppeltriebwagen Oldies aus den 60er und 70er Jahren mit 240 Sitzplätzen. Die letzten 3,7 Kilometer der Bahn zwischen Riffelberg und Gornergrat werden in Doppelspur geführt. Vor allem, um den Andrang in den Wintermonaten bewältigen zu können. Die Transportkapazität wurde stetig ausgebaut und beträgt heute 2400 Personen pro Stunde. Nächster Halt, Gornergrat. Nächster und letzter Halt, Gornergrat. 3089 Meter über Meer. Wohl die wenigsten der hier aussteigenden Skifahrer sind sich heute darüber im Klaren, welche Mühen es in der Vergangenheit erforderte, zum Beispiel das Kulm-Hotel mit Observatorium hier oben zu erbauen.
welch technischer Pioniergeist und Durchhaltewillen erforderlich war, um sie heute so bequem hier herauf zu chauffieren. Franz Burgener hat für heute seine Bergfahrten beendet. Unten in der Talstation wartet aber noch Arbeit auf ihn. Mit einer Lokomotive, die zwar nicht auf eine Vergangenheit wie diese Gipfel zurückblicken kann, aber immerhin 100 Jahre alt ist und immer noch in regelmäßigem Einsatz für die Gornergratbahn steht. Die HE22 hat in der Zwischenzeit zwar einige Modifikationen erfahren, aber vieles ist noch original, zum Beispiel diese Stufenwalze. Eingesetzt wird diese Lok zusammen mit zwei anderen 100-Jährigen heute im Rangier- und Güterverkehr. Die gesamte Mechanik inklusive der zwei Motoren mit erstaunlichen 180 PS Leistung funktioniert auch heute noch einwandfrei. Franz Burgener hat zwar in dieser Lokomotive mehr zu tun als in den hypermodernen Triebwagen. Trotz vorprogrammiertem Muskelkater freut er sich aber jedes Mal auf diese Einsätze. Und wenn die Zermatter diesen Loks weiterhin so Sorge tragen wie bis anhin, so werden sie wohl beim 200-Jahr-Jubiläum immer noch im Einsatz stehen. Luftseilbahnen für den Gütertransport gab es schon im 16. Jahrhundert. Die erste technisch wirklich ausgereifte Luftseilbahn für den Personenverkehr lief in Grindelwald und war für die damalige Zeit eine Sensation. Die kurze Geschichte des außerordentlich kühnen Wetterhornaufzugs ist erstaunlicherweise geprägt vom deutschen Pioniergeist und von einem mysteriösen Todesfall. Luftseilbahnprojekte gab es auch für den Eiger. Realisiert wurden sie aber nie. Trotzdem. Die erste Luftseilbahn der Schweiz fuhr im Berner Oberland. Man wollte hinauf auf den strahlenden Gipfel des Hausbergs von Grindelwald, das 3700 Meter hohe Wetterhorn. Effektiv gebaut wurde allerdings nur die erste von ursprünglich vier vorgesehenen Sektionen. Will man heute den Weg dieser Bahn nachvollziehen, braucht man einen Helikopter. Denn der Wetterhornaufzug läuft seit 85 Jahren nicht mehr. Die ehemalige Talstation befand sich hinter diesem Picknickhäuschen. Die Passagiere kamen aus aller Herren Länder. In der Kabine für 16 Personen ging es ohne Masten 420 Höhenmeter aufwärts. 8,5 Minuten pro Fahrt konnte man über dem Abgrund schweben. Ein völlig neuartiges Erlebnis für die damalige Zeit. Das Gefälle betrug bis zu 200%. Ähnlich waghalsig wollte man weiter hinauf bis zum Gipfel, doch der Traum der verkehrstechnischen Eroberung des Wetterhorns sollte für immer bei der Bergstation Enge enden. Der Blick von hier nach unten war wohl schon damals nicht jedermanns Sache. Am furchterregenden Blick zur Talstation nie gestört haben sich die zweifelsfrei schwindelfreien Steinböcke, die seit jeher in der heute renovierten Bergstation überwintern. Der Bahnhistoriker Werner Neuhaus und der Grindelwalder Ingenieur und technischer Direktor der Jungfraubahnen Hans Schlunegger sind seit Jahren von der kühnen Technik sowie von der waghalsigen Projektierung und dem Pioniergeist des Initiators des Wetterhornaufzuges fasziniert. Obwohl oder gerade weil die Zeit nicht überall gleich viel Spuren hinterlassen hat. Wir stehen vor der Talstation des Wetterhornaufzuges, besser gesagt vor den kläglichen Ruinen, die noch geblieben sind. Nur die Spanngewichtsschächte sind heute noch zu sehen. Die ehemals stattliche Talstation, gänzlich zunichte gemacht, hat ein Steinschlag schon vor einigen Jahrzehnten. Der wild zerrissene obere Grindelwaldgletscher kam damals noch fast bis zur Talstation, zu der man mit Vorliebe mit der Kutsche fuhr. Der Bau der ganzen Anlage gestaltete sich wesentlich schwieriger als vorgesehen.
Für den Seiltransport zum Beispiel waren speziell angefertigte Schlitten und 10 Pferde notwendig. ...1904 wurde mit dem Bau begonnen. Besonders die Arbeiten in der Bergstation inklusive Antrieb für die Zugseile waren wesentlich aufwendiger als angenommen. Statt eines Jahres dauerten die Bauarbeiten 4 Jahre. Erst 1908 konnten die ersten Gäste mit der Pendelbahn befördert werden, die in bahnbrechender Weise schon fast alle heute üblichen technischen Sicherheitsvorkehrungen aufwies. Ein Modell der Kabine inklusive Laufwerk steht heute in der Nähe der Talstation. Die technische Besonderheit des Wetterhornaufzuges sind die 2 senkrecht übereinander liegenden Tragseile und die 2 waagrecht liegenden Zugseile. Das Laufwerk läuft auf total 4 Rollen auf den Tragseilen. Die Tragseilbremse, wie sie auch bei neuen Pendelbahnen eingebaut ist, sind hier auch bereits vorhanden. Sie werden ausgelöst einerseits über einen Seilzug durch den Wagenbegleiter oder bei Zugseilriss über dieses Gestänge, über diese Feder, werden beide Tragseile gebremst. Der Bremsweg betrug etwa 1 Meter. Unfälle hat es während der ganzen Betriebszeit von 1908 bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges 1914 keine gegeben. Die gesamte Technik basierte auf dem Patent des deutschen Regierungsbaumeisters Feldmann, der den Wetterhornaufzug initiierte und dabei von einem gewissen Dr. Stössel anfänglich bei der Konzessionierung unterstützt wurde. Kein Unbekannter ist Regierungsbaumeister Feldmann im heutigen Wuppertal. Zusammen mit dem geheimen Kommerzienrat Eugen Langen hat er hier zur Jahrhundertwende ein Hängebahnverkehrssystem zur Personenbeförderung geschaffen. 1,5 Milliarden Menschen wurden seither befördert. Notwendig war die Bahn damals, weil die Bevölkerung durch die Industrialisierung rasant angewachsen war. Die teilweise engen und vom Verkehr überlasteten Straßen galt es schon damals zu entlasten. Aufgrund der Bodenbeschaffenheit schloss man einen ursprünglich ebenfalls in Betracht gezogenen Bau einer U-Bahn aus und entschied sich für die Schwebebahn. Mit dem Bau der einschienigen Hängebahn wurde im Sommer 1898 begonnen. 2 Jahre danach fuhr als prominenter Probefahrgast Kaiser Wilhelm mit Gefolge von Döppersberg nach Vohwinkel. 1901, genauer am 1. März, wurde die erste Teilstrecke für den öffentlichen Verkehr freigegeben. Nur 2 Monate später hatte der 2. Unterzeichner des Konzessionsgesuchs für den Wetterhornaufzug, Dr. Stössel, in Dresden anwesend zu sein. Die erste Bergschwebebahn der Welt, die Schwebebahn nach Loschwitz, wurde eröffnet. Dr. Stössel war damals Vorstandsmitglied der Elektra AG, der damaligen Eigentümerin dieser Bahn, die vom Tag der Eröffnung an ohne nennenswerte Unterbrechung bis 1982 lief. Nach einer 9 Jahre dauernden umfangreichen Rekonstruktion verkehrt die Bahn jetzt seit 1991 wieder. Sie basiert ebenfalls auf einem Patent von Eugen Langen. Im Unterschied zu Wuppertal haben hier die Wagen keinen eigenen Motor, sondern werden ähnlich wie am Wetterhornaufzug durch Seilantrieb gezogen. Über 33 Stützen gelangt man zur Bergstation. Heute dank einem Elektromotor mit 80 Kilowatt Leistung. Bis 1909 zischte hier noch eine Dampfmaschine. Was hat denn Dr. Stössel in Dresden zu Beginn dieses Jahrhunderts bewegt, die Patentierung des Pendelbahnsystems seines Freundes Feldmann in der normalerweise eher zurückhaltenden Schweiz zu unterstützen und sich für das waghalsige Projekt am Wetterhorn zu engagieren? Deutschland hat abgewunken bei der Patentierung, Österreich hat abgewunken bei der Patentierung und wahrscheinlich hatte irgendjemand den Mut, dieses Patent mal genehmigen zu lassen. Ich staune immer wieder über die Beamten, die diese Bahn konzessioniert hatten. Sie hatten überhaupt keine Vergleichsmöglichkeiten. Wahrscheinlich war das ein Glücksfall für die Schweiz. Der Schweizer Mut hat sich anfänglich gelohnt. Das Geschäft lief, auch in Restaurant Enge gleich oberhalb der Bergstation, erfreulich gut. Die ausländischen Gäste genossen die Fahrt und den prachtvollen Ausblick, konsumierten
und amüsierten sich auch zeichnerisch. Weniger gab es im weiter entfernten Hotel Gleckstein zu tun, das sich nicht wie vorgesehen zu einem großen, vornehmen Kurhaus entwickelte. Auch die weiteren Sektionen, verbunden mit Verbindungswegen, die bis auf den Gipfel führen sollten, kamen nie zur Ausführung. Wohl wichtigster Grund: Ortsansässige Leute haben wir versichert, dass diese Wege überhaupt nicht begehbar gewesen wären. Also dass sehr vieles von diesen Plänen gar nicht auszuführen gewesen wäre. Gar kein Glück hat das Wetterhorn Regierungsbaumeister Feldmann gebracht. Der begnadete Techniker verstarb unter mysteriösen Umständen noch während der Bauarbeiten, die er damals leitete. Ich habe in den Quellen zwei verschiedene Versionen gefunden. Die offiziellere, dass er mit seinem Jagdgewehr versuchen wollte, ob das Gewehr geladen war. Leider war es geladen. Und er hat sich dann tödlich verletzt. Es wurde als Jagdunfall deklariert. Die andere Version deutet auf einen Selbstmord hin, dass die ganze Angelegenheit Herr Feldmann über den Kopf gewachsen ist. Nach dem Tod Feldmanns übernahm die Jungfraubahn im Auftrag der Wetterhorngesellschaft die Bauarbeiten und den Betrieb des Wetterhornaufzugs. Bei der Jungfraubahn selber konnte die letzte Etappe von der Station Eismeer hinauf auf das Jungfraujoch 1912 eröffnet werden. Möglich ist, dass sich die Jungfraubahn die Konkurrenz vom Leibe halten wollte und den technisch genialen Aufzug am Wetterhorn deshalb in den schwierigen Zeiten nach dem Ersten Weltkrieg einfach nicht mehr in Betrieb setzte. Hans Schlunegger hält nichts von diesem Verdacht und macht rein ökonomische Gründe geltend. Das war die sehr schwierige wirtschaftliche Lage in den 20er Jahren. Und man konnte den einfach nicht mehr zum Leben erwecken. Und zwar nicht aus technischen Gründen, sondern aus finanziellen Gründen. Vor 8 Jahren haben sich die Grindelwalder entschlossen, die Bergstation zu renovieren. Zu sehr war die alte Station zerfallen. Zu sehr hat sie das Landschaftsbild gestört. Den Steinböcken soll ihr Winterquartier und der Nachwelt dieses imposante Zeichen schweizerischer Seilbahngeschichte erhalten bleiben. Denn eine Neubelebung der Anlage gehört ins Land der Wunschträume. Das ist absolut unmöglich. Das würde 10 bis 15 Millionen kosten. Es kommt noch hinzu, dass der Markt sehr klein wäre, zu wenig Passagiere. Und ein weiterer Grund ist, die Talstation ist in einem Steinschlaggebiet. Tja. So muss halt, wer die Bergstation der ersten Luftseilbahn der Schweiz sehen will, sich entweder einen Heli mieten, sich eine Stunde zu Fuß aus dem Tal hocharbeiten oder er schaut sich bequemer im Lehnstuhl NZZ-Format an. Hier gibt es noch mehr von Bergen und Bahnen zu sehen. Es gibt Menschen, die sind existenziell von einer Seilbahn abhängig. Die Gebrüder Odermatt gehören dazu. Sie leben in Diegisbalm oberhalb von Wolfenschießen und sind stolze Besitzer einer solchen Bähnlis. Mehr dazu gleich anschließend in unserer Rubrik Swissmade. Ja? Einen überfahren. Kannst du einsteigen? Komm grad. Schon zum dritten Mal ist Sepp Odermatt heute unterwegs zur Bergstation seiner geliebten Seilbahn. Kein zahlender Gast hat angerufen, sondern sein Bruder Paul. Er wartet in der Talstation Näch Matt darauf, dass Sepp das Bähnli oben in Diegisbalm in Betrieb setzt. Zuerst wird die Bremse geläst, circa 8 Mal. Dann wird der Motor in Betrieb gesetzt. Dann wird das Signal gegeben.
zweimal läuten. Dann wird die Stufen eingeschaltet. Das sind 8 Stufen und die müssen bis auf 8 hinaufgeschaltet werden. Das Gelände ist steil, der Fußweg sehr beschwerlich. Die Bahn ist 988 Meter lang, hat 500 Meter Höhendifferenz. Das Zugseil ist 14 mm. Das Tragseil ist 23 mm. Es fährt mit 4,2 Meter in der Sekunde. Mit einfach so 5 Minuten beträgt die Fahrzeit. Seit 35 Jahren sind die Gebrüder Odermatt stolze Besitzer dieser staatlich konzessionierten Seilbahn. Benutzt wird sie in erster Linie von den 5 Familien, die hier in Dirgisbalm oberhalb von Wolfenschießen wohnen. 180.000 Franken hat der Bau damals gekostet. Heute ist die Bahn für 1 Million versichert. Bis vor 5 Jahren lief das Geschäft recht. Die Seilbahn war im Sommer und im Winter die einzige Verbindung ins Tal. Und alles, was für Mensch und Tier notwendig war, wurde mit der Seilbahn hier hinauf befördert. Heute kommt zum Beispiel das Futtermittel auch zu den Landwirten Odermatt. Nicht mehr mit dem Bähnli nach Dirgisbalm, sondern per Lastwagen auf der Straße. Durch den Straßenbau ist das Geschäft im Personen- und Warentransport bei der Bahn natürlich stark zurückgegangen. Aber Schulkinder, Lehrlinge und die Odermatt selber sind nach wie vor von der Seilbahn abhängig. Ich muss natürlich auch sagen, ich bin auf die Bahn enorm angewiesen. Ich kann nicht einmal Velo fahren, Auto haben wir keines. Und dann ist man mit dem Bändli wirklich darauf angewiesen. Auch wenn Sepp Odermatt eigentlich am liebsten hier oben in Dirgisbalm ist. Hier oben ist die einzige Ruhe. Ich gehe alle Woche einmal ins Dorf. Da muss man einkaufen, die Kommissionen machen, Schulden bezahlen. In die Stadt gehe ich sehr selten. Es ist wohl schön, einmal zu sehen, wie der hektische Betrieb sich da befindet und die Leute so eilig, hastig und fast grämmig durch die Straßen laufen. Dann geht man am Abend Gottes gerne heim und denkt, daheim ist das am schönsten. Die Brüder Odermatt haben eine klare Arbeitsteilung. Sepp besorgt die Bahn, den gleich neben dem Haus liegenden Stall, und er ist zuständig für die Mahlzeiten und den Haushalt. Er muss ja immer erreichbar sein, wenn jemand rauf oder runter will mit dem Bähnli. Bruder Paul kümmert sich in erster Linie um den 28 Hektar großen Betrieb, um die restlichen 2 Ställe und um den Wald. Er kann sich freier bewegen als Sepp. Angestellte für das Bähnli können sich die beiden nicht leisten. Wenn man keine Angestellte hat, muss man halt selber da sein. Und dann kommt man, also wahrlich, wenn man die Bahn richtig bedienen will, kommt man wahrlich nicht fort. Die schönsten Tage muss man einfach da sein. Man kann nicht riskieren, nicht da zu sein und denken, ja, heute kommt niemand. Man ist auf jede Einnahme angewiesen. Das Schönste an der Bahn ist, man hat verschiedene Fahrgäste. Also die sind verschieden. Da gibt es
gute und schlechte wie jedem Beruf. Aber man hat recht vielen Kontakt, den ich sehr schätze. Und manchmal hat man halt, wenn 5 Minuten die Zeit dauert zum Bändli fahren, dann tut man vielleicht eine Viertelstunde plaudern und dann ist halt 20 Minuten hin. Ja, nicht. Dann gehst du wieder da oben, danke. Du Luif! Der hängt oben an einem Ort. Ach, oben, oben. Ja, unserem Gummer hängt der oben. Für Einheimische beträgt der Fahrpreis 3 Franken, für Lehrlinge 2 und für Schulkinder 1 Franken. Fremde bezahlen 5 Franken. Immer hin und zurück. Bei rund 6.000 Fahrten im Jahr schaut dabei eigentlich zu wenig heraus. In letzter Zeit kommen hier und da Gleitschirmler, ein Hoffnungsschimmer für Sepp Odermatt. Er befürchtet doch ein wenig, dass er und sein Bruder eines Tages den Betrieb ihres Bähnchens einstellen müssen, weil das Geschäft gar nicht mehr läuft. Also rentieren tut es nicht, aber man muss dann irgendwie durchhalten, ist die Parole.